Many petabytes of data is. So, ein Petabyte. Wir sprechen hier von Petabytes von Daten. Und nicht Terabytes, ich verwechsel das immer. So, hier ist James Wrigley, der das Datenanalyse-Team am europäischen EXFEL, und das ist eine der größten Lichtquellen, und die haben riesen Datenmengen, mit denen sie umgehen müssen. Und er erzählt uns jetzt, wie man das macht. Und er hat auch etwas und hat auch ganz viele Computer, die für ihn arbeiten. Und hallo James. Okay, ja, vielen Dank, André. Ja, ich bin James und ich möchte hier reden darüber, wie man versteht, wie man Experimente versteht an einem FEL. Und das bedeutet, ich versuche einfach nur, ich beschreibe ein Experiment aus der Sicht der Facility. Wir haben die Hardware, die Daten, die es erzeugt, und die Systeme, die wir darum rumgebaut haben, um das zu managen, um damit umzugehen. Und ich fange mal mit einem persönlichen Hintergrund an. Ich bin aus Neuseeland und ich habe in der Datenanalysegruppe hier einem europäischen EXFEL angefangen in diesem Jahr. Und ich bin ein Instrument. Ich arbeite an den Instrumenten beim europäischen EXFEL, um deren Analysen zu unterstützen. Und bisher war das überwiegend Online-Analysen. Und das bedeutet die Echtzeitanalyse von den Daten von einem Experimenten, aber darüber reden wir später nochmal genauer. Und das meistens benutze ich als Programmiersprachen Python, C++, und ich benutze als Werkzeuge, nehme ich meistens den Emacs und Conda und Biobu. Und einige von euch wissen vielleicht nicht, was ein FEL ist. Das heißt, ich gebe euch auch eine kurze Einführung. Und EXFEL bedeutet röntgenfreie Elektronenlaser. Und das ist sind die neuesten Röntgenquellen. Und es ist eine große Maschine und erzeugt sehr kurze, sehr intensive Röntgenpulse, die benutzt werden, um physikalische Sachen zu untersuchen, Prozesse zu untersuchen. Es gibt andere Lichtquellen noch, es gibt Synchrotronen zum Beispiel, aber es gibt EXFEL, ist ein Teil davon. Und das Besondere daran ist, dass der ganz kurze Pulse macht im Bereich von wenigen Femtosekunden oder einigen 10 Femtosekunden. Und jeder dieser Röntgenpulse ist sehr intensiv, sehr stark, sehr viele Photonen darin. Und die Strahlung ist kohärent. Das ist auch für die Experimente sehr wichtig. Und es bedeutet, hat auch eine sehr hohe Wiederholungsrate in der Gegend von einem Megahertz. Das heißt, wir haben sehr viele Pulse in einer sehr kurzen Zeit. Und rechts habe ich einfach ein Bild von einem der Röntgensensoren. Und das ist ein CCD. Und hier ist nur ein Beispiel von den Daten, die wir sehen mit einem EXFEL. Und das bringt mich zu dem europäischen EXFEL, den European EXFEL. Das ist einer der stärksten EXFEL überhaupt. Und der steht in Hamburg. Und das ganze Ding ist ungefähr 3,5 Kilometer lang. Und das hat angefangen bei DESY in Hamburg. Und es gibt hier eine Maschine, das ist eine Elektronenkanone. Und was das ist, das beschleunigt Elektronen in einem Linearbeschleuniger. Und ich habe hier ein kleines Bild, und das zeigt die Innenseite vom Tunnel. Und das Ganze ist unterirdisch. Und die Elektronen fliegen durch diese Vakuumhohlräume und werden auf sehr hohe Geschwindigkeit beschleunigt. Und nachdem sie beschleunigt wurden, kommen sie in die Undulatoren, die sogenannten. Und dies ist ein Bild von einem dieser Undulatoren. Und die Elektronen fliegen dadurch, durch diese Röhre hier. Und ein Undulator ist eine
Anordnung von Magneten. Und das Magnetfeld, was diese Magneten erzeugen, sind hier oben und unten in diesen Metallstücken. Und das, dadurch wackeln die Elektronen und bewegen sich hin und her. Und diese Beschleunigung erzeugt Röntgenstrahlen. Und das ist das, was wir wirklich wollen. Und nachdem die Strahlung erzeugt wurde durch die Elektronen, und dann brauchen wir die Elektronen nicht mehr, aber die Strahlung fliegt hier weiter durch diese Strahlung in die Experimentierhalle. Und das ist in Schenefeld, in der zweiten Gelände von Exfel. Und hier sind die Experimente, so sehen die zum Beispiel aus. Und es gibt hier 6 verschiedene Instrumente an dem European Exfel, die sich auf verschiedene Sachen konzentrieren, verschiedene wissenschaftliche Bereiche. Und alle haben ihre eigenen Detektoren und Ausrüstungen und so. Und hier sieht man einen Instrumentenwissenschaftler, der da reinguckt. Und da sind die Proben drin, die wir untersuchen. Und von hier kommt die Strahlung rein, von rechts. Und da sind die Proben drin. Und da hinten sind dann die Röntgensensoren. Und das ist das ein Überblick über die Exfel-Einrichtung. Und jetzt geht es etwas an die technischen Details. Der Beschleuniger, den wir haben, kann Laserpulse erzeugen mit 27 Kilohertz. Das heißt 27.000 Strahlungspulse pro Sekunde. Aber die kommen nicht kontinuierlich an, die kommen in Bündeln an. Und diese Bündel heißen Züge oder Trains. Und in diesem Diagramm sieht man, wie diese Züge strukturiert sind. Das heißt, kommen alle 10 Mal pro Sekunde und in jedem Puls ist komprimiert innerhalb von diesem Train, von diesem Zug. Und die Wiederholrate kann bis zu 4,5 Megahertz sein. Und das ist wirklich einzigartig. Und das ist für einige Experimente wirklich sehr wichtig. Die Pulse sind auch sehr, sehr kurz. Das heißt, wenige 10 Femtosekunden. Eine Sache, die ihr vielleicht gesehen habt, ist, dass diese ganze Maschine extrem kompliziert ist. Und es gibt buchstäblich Zehntausende verschiedene Geräte, die beteiligt sind hier. Und es können Hardware- oder Softwaregeräte sein. Und alle davon werden ein Inhouse-Kontrollsystem davon kontrolliert. Und wir haben das from scratch neu gebaut für Exfel. Und rechts kann man ein kleines Diagramm sehen von den Geräten, die wir haben, nur für ein Instrument. Und alle dieser Knoten stehen für ein bestimmtes Gerät und die Linien sind Daten, was irgendwie geteilt wird zwischen diesen Knoten, zwischen den Geräten. Und es gibt ähnliche Graphen, die man machen kann für die anderen 5 Instrumente am Exfel. Das heißt, es ist wirklich ein kompliziertes System, das eine Menge Daten erzeugt. Und das ist alles notwendig, um das Experiment durchzuführen, was wir hier machen. Das heißt, die Experimente dauern gewöhnlich 6 Tage und die können von einigen 100 Gigabyte bis zu mehreren Petabytes an Daten erzeugen. Und wir haben den internen Rekord gebrochen neulich für die meisten Daten in einem einzigen Experiment. Und am MIT waren einige, die haben 3,3 Petabyte an Daten erzeugt in nur 6 Tagen. Das ist wirklich verrückt. Aber das führt zu der Frage, woher kommen die Daten eigentlich? Und das meiste kommt aus 2 Detektoren. Und da gibt es verschiedene von und wir haben viele der. Und ich habe hier die mal aufgelistet. Rechts ist ein DSSC-Detektor, der und der Detektor wurde speziell für Exfil entwickelt und da gibt es aber auch noch andere. Und dieser hat ein Megapixel, aber die Auflösung kann irgendwo sein zwischen einem halben und 4 Megapixel. Und die
häufigsten 1-Megapixel-Detektoren sind pulsaufgelöst. Also die können von jedem einzelnen Puls in einem Pulszug die auf die Daten aufnehmen. Also wenn du eine hohe Wiederholungsrate hast und dann kommen da ganz viele hintereinander her und dann kriegst du von jedem dieser Pulse 1 Megapixel Daten und dann sind riesige Mengen. Und die SSC kann Frames für 800 Pulse gleichzeitig zwischenspeichern. Und wenn man das ausrechnet, kommt man so ungefähr auf 16,7 Gigabyte rohe Daten pro Sekunde. Oder du hast 2,5 Blockchain-Berechnungen pro Minute und das ist einfach nur die Daten von einem einzelnen Detektor. Und normalerweise da gibt's da mehrere Experimente, die gleichzeitig laufen. Also kann es auch gut sein, dass es jede Menge, also es drei Detektoren gibt, die irgendwie Gigabyte pro Sekunde ausspucken. Und deshalb wollen wir die Daten reduzieren. Es ist wirklich hart, diese Daten zu managen. Und wir können auch teilweise die Daten vorher ein bisschen reduzieren, sodass wir die Rohdaten nicht speichern müssen. Und damit ihr euch das mal einen Vergleich ziehen könnt, im Vergleich zu den restlichen Daten. Und hier gibt es eine Gruppierung für jede Daten bei X-File. Und jede Reihe gehört zu einer Gruppe von Daten vom AWPO, DCC, APO, Jungfrau, there are all kinds of detectors. Und dann gibt es noch die A, was eine andere Quelle ist, was alles ist, was nicht detektiert ist an Daten. Dinge wie Motorpositionen oder andere, sowas wie die Strahlenenergie. Insgesamt haben wir ungefähr 16 Petabyte von Daten und hier in der könnt ihr sehen, dass die nicht detektierten Daten nur 3 Petabyte sind, was wirklich nicht viel ist im Vergleich. Und ja, deshalb ist das so ein wichtiges Thema für uns, die Daten zu reduzieren. Und sowas wie, wir brauchen spezielle Systeme, um sowas wie 16 Gigabyte pro Sekunde damit klarzukommen. Und deshalb haben wir ein spezielles Computer-Environment, das wir Online-Cluster nennen. Das ist ein Cluster, das sich auch physisch auf der, bei den Experimenten befindet. Und das nutzt halt alle Systeme, die während des Experiments laufen, kontrolliert. Da ist auch sowas wie Kalibrierung und Analysis. Und da gibt es ungefähr 150 Knotenpunkte drin. Die meisten sind CPUs. Teilweise sind es auch GPU-Knoten. Und das ist vor allem für die Online-Calibration benutzt. Und der Zugang dazu ist sehr beschränkt. Ihr braucht besondere Erlaubnisse dafür und es gibt keinen direkten Access, keinen direkten Zugang zum Internet. Und unser File-System ist hauptsächlich GPFS, was ein proprietäres System ist, was auf SSDs läuft, weil wir viel schnell schreiben müssen. Und aus Performance-Gründen nutzen wir InfiniBand, was eine Netzwerktechnologie ist, was halt für besonders schnelle Dinge so entwickelt wurde. Und hier ist ein sehr übervereinfachtes Diagramm von dem, was während Experimenten läuft. Links, wir haben die Geräte, die laufen im Kontrollsystem.
Die können entweder eine Repräsentation von physischer Hardware sein, sowas wie eine Kamera oder ein Detektor, oder es kann auch einfach Software sein. Und wenn ihr zum Beispiel die Daten von der Kamera in Realzeit bearbeiten wollt, dann ist das auch da drin. Und auch das, was die... Und dann können die Software auch aussuchen, welche Devices die haben wollen. Da können hunderte von Geräte pro Detektor sein, die Datenquellen sind. Und und dann wird das vom DAQ genutzt, das Datenakquisitionssystem. Und das sammelt die Daten und schreibt es auf das Online-Cluster. Und wie gesagt, das nutzt GPFS auf SSDs. Und die Wissenschaftler brauchen auf jeden Fall auch Feedback. Und das ist wirklich, wirklich teuer. Weil mit dem Experiment verbrauchen wir Tausende von Euros pro Minute. Deshalb braucht man es wirklich, um zu wissen, was da passiert. Und das passiert in der Online-Analysis. Und das passiert vor allem von Daten vom 2D-Detektoren. Und die rohen Daten sind nicht richtig nutzbar. Es braucht Kalibrierung und das macht die Online-Kalibrierung. Und das, mit der Kalibrierung nimmt sich halt die rohen Daten und kalibriert die und dann füttert das die in die Online-Analyse-Tools. Und wir haben das über die letzten Jahre auch sehr geupgradet für bessere Performance. Und daher bekommen die Wissenschaftler auch innerhalb von Sekunden Feedback von ihren Instrumenten, was wirklich, wirklich nützlich ist. Der letzte Teil, über den ich drüber sprechen möchte, dieses Diagramms, ist die Migration hier. So, man kann auf dem On-Client-Cluster nichts langfristig abspeichern. Es ist nur für während der Experimente. Und es gibt ein getrenntes Computer-Environment, was Offline-Cluster genannt wird, für Langzeit speichern und auch für die finale Analyse. Und das... da gibt es den Prozess der Migration, was die Daten von dem Online-Cluster zum Offline-Cluster kopiert. Nachdem die Daten aufgenommen werden, wird es kopiert und dann können die Wissenschaftler, die analysieren, dort auf die Daten zugreifen im Offline-Cluster. So, ich wollte euch jetzt was zeigen von der Online-Analyse. Und das erste Beispiel ist die Bragg-Peak-Analyse. Zum Hintergrund ein bisschen, wenn man Photonen auf einen Kristall feuert, dann werden die in eine bestimmte Richtung abgelenkt. Und auf dem Detektor sieht man das als einen Blob. Und für bestimmte Experimente ist es wichtig, wenn man die Eigenschaften von diesem Blob untersuchen kann und verfolgen kann. Deswegen braucht man die Position, wo ist er auf dem Detektor? Und manchmal macht man auch eine Kurvenanpassung dafür. Und hier zum Beispiel eine Gauss-Kurve. Und wir wollen die volle Breite im halben Maximum sehen können. Und die andere ist die Intensität. So wie hell ist der Peak, ist die Spitze davon. Und rechts sieht man einige Beispiele von diesen Analysen, die während eines Experiments aufgezeichnet wurden. Und was hier wirklich cool war bei diesem Feature, ist, man sieht hier, wie die Position von dem Bragg Peak wandert, während ein bestimmter
Motor sich bewegt. Und wenn man diese Daten in Echtzeit erfasst, ist das extrem hilfreich, um das zu analysieren. Das heißt, eine Art Analyse. Eine andere Art ist Azimutalintegration. Und auf dem letzten Folie habe ich gesehen, nur von einem einzelnen Blob gesprochen auf dem Detektor. Und aber in manchen Experimenten erzeugen wir ganz, ganz viele von diesen sogenannten Bragg Peaks. Und man, die Daten von diesem Detektor haben oft radiale Symmetrie und es sind Streuungsringe. Und es gibt ganz viele von diesen Bragg Peaks, die alle denselben Radius haben. Und bei diesen Experimenten ist es nützlich, wenn man zum Beispiel zählt, wie viele Ringe es gibt, auf welchem Radius die sind. Das heißt, wie weit entfernt ist dieser Ring vom Zentrum und was ist die Intensität des Rings. Und man muss dafür gute Geometrie haben. Und es ist einfach sehr, sehr empfindlich. So, und wenn man das hat, dann funktioniert es gut. Um das noch ein bisschen mehr zu erklären, was diese Azimutalintegration ist. Man nimmt dieses Bild, das auf der rechten Seite, das hat eine radiale Symmetrie. Und das kann man umwandeln in Polarkoordinaten. Und eine Art, wie man darüber nachdenken kann, über diese Transformation ist, wenn man sich vorstellt, man hat einen Kreis und schneidet an einer Stelle durch und dann faltet man diesen Kreis auseinander auf eine Linie. Das ist vorstellbar ungefähr so wie diese Transformation, die wir machen. Was wir wirklich machen, ist hier, dass diese Kreise, die man hat, dann zu geraden Linien abgebildet werden. Und auf der einen Achse haben wir den Radius. Das ist die Entfernung vom Zentrum. Und auf der vertikalen Achse haben wir den Winkel. Und das ist der Azimutwinkel. Und was ich hier machen will, wir integrieren über diesen Azimutwinkel und bekommen dann eine eindimensionale Streuungskurve. Und die Bragg-Linien hier in diesem Polarkoordinatensystem, die korrespondieren zu den Spitzen in diesem Scatter-Diagramm, diesem Streuungsdiagramm. Und das ist wirklich das, was wir sehen wollen. Wie viele Peaks haben wir hier, wie viele Spitzen? Hier haben wir drei große Spitzen. Die wollen natürlich wissen, wo die sind, wie weit weg vom Zentrum sind die. Und wollen natürlich wissen, wie hoch sind die. Ja, wie intensiv sind diese Spitzen. Und das kann man alles online machen, in fast Echtzeit mit nur wenigen Sekunden Verzögerung. Und ich habe ein sehr einfaches Beispiel hier. Das benutzt einen etwas anderen Datensatz. Hier kann man sehen, dass hier mehrere Streuungsringe sind. Und in diesem hier haben wir nur einen ganz breiten Ring. Und man sieht, dass hier sieht man das sehr deutlich in dieser 1D-Scatter-Kurve. Und hier haben wir automatische Spitzenfindungsalgorithmen. Und da sieht man genau, wo diese Spitze ist, wie weit weg von Zentrum. Und wenn man will, kann man auch eine Kurve anpassen hier. Hier haben wir eine Gauss-Kurve angepasst und hier sieht man die Parameter von dieser Kurve. Und das ist die Online-Analyse. Das ist das, was passiert während eines Experiments, während es noch läuft. Und ich schalte jetzt mal um und zeige euch was anderes für eine andere Umgebung, die wir haben für die Offline-Analyse. Und das ist der sogenannte Offline-Cluster. Und was ich hier den Offline-Cluster nenne, ist der Maxwell-Cluster und ist ein Rechencluster, der von DESY betrieben wird für ihre eigenen Anwendungen. Und von Exfel kooperiert sehr eng mit DESY. Wir teilen uns einen großen Teil der Infrastruktur und deswegen können wir den Maxwell-Cluster hier benutzen. Das heißt, wir benutzen den für Langzeitspeicherung und für die endgültigen Analysen. Und wir nehmen das, weil es einfach viel größer ist, viel mehr Rechenleistung hat als der Online-Cluster. Dieser Offline-Cluster hat 800 Knoten gegenüber 150 für den Online-Cluster und ungefähr 27% davon sind GPU-Knoten. Und es unterscheidet sich auch
davon, dass er unterschiedliche Speichersysteme hat und unterschiedliche physische Medien, um die Daten zu speichern. Das heißt, natürlich haben wir Festplatten, aber wir haben auch Magnetbänder zur Speicherung. Und wie der Online-Cluster benutzen wir auch InfiniBand als Netzwerkinfrastruktur. Und dieser Cluster ist das, was wir benutzen, für die Offline-Analysen. Um das etwas spezifischer, ist das die Analyse, die nach einem Experiment gemacht wird. Und normalerweise ist das, wenn man Analysen vorbereitet für eine Veröffentlichung in einem wissenschaftlichen Paper, in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Und die Offline-Analyse ist sehr unterschiedlich, je nach Experiment. Und es gibt einige Felder mit Techniken, die schon fertige Tools haben, die es schon gibt für die Offline-Analyse. Das wäre zum Beispiel serielle Kristallographie. Das erkläre ich ganz kurz. Serielle Kristallographie ist eine Technik und dafür gibt es mehrere Tools mit Kommandozeilen-Interface oder grafischen Interfaces. Und die Benutzer können das benutzen, um die Daten zu analysieren. Eine andere Option wäre Jupyter Notebooks. Und wir haben eine Jupyter-Instanz und diese sind sehr beliebt. Das heißt, auf der rechten Seite habe ich ein Beispiel. Und typischerweise, hier können wir zum Beispiel sehen, dass jemand Daten von einem Spektrometer analysiert hat. Und hier nutzen wir einfach nur MATLAB, um das zu machen, ganz normale Standard-Tools eigentlich. Und der Online-Cluster benutzt auch ähnliche Systeme in diesem Fall. Das ist benutzt, um die Daten in Echtzeit zu korrigieren. Und wir haben noch ein anderes System, um das noch genauer zu machen, um das die Offline-Kalibrationssysteme. Und wir benutzen auch Jupyter Notebooks dafür. Und der Vorteil ist, dass es einfach sehr einfach für die Detektorwissenschaften benutzt werden. Und all diese Daten, die wir erzeugen, sowohl die Rohdaten als auch die Offline-Kalibrationssysteme, das ist alles in HDF5-Dateien gespeichert. Und wir haben zusätzliche Daten. Und die zusätzlichen Daten sind Extra Data, ist Daten von einem Experimentallauf, und Extra Geom sind Daten, die von den 2D-Detektoren stammen. Ich habe ein kleines Beispiel hier, welches die Röntgendatennutzung zeigt. Hier könnt ihr oben wird geimportet. Jetzt laden wir einen speziellen Lauf eines Experiments und gucken da rein. Und hier gab es 4000 Pulszüge. Es ging ungefähr 6,5 Minuten lang. Und hier seht ihr all die Geräte, die das Daten von hatte. Zum Beispiel von einem hier ist es ein Spektrometer. Und am Ende könnt ihr sehen, dass wir aus dem Lauf auch Daten rausbekommen. Und hier in dem ersten bekommen wir zum Beispiel Kameradaten. Und hier ist einfach normales NumPy. So, wir nutzen Python. Und die normalen, das was halt so ein Python-Ecosystem ist, so ganz viel NumPy und SciPy und sowas. Also es ist einfach ein multidimensionales NumPy-Array. Und der ganze Punkt von Offline-Analyse ist, um wirklich harte Analyse zu machen, die dann auch bereit ist für die Veröffentlichung. Und
Zu enden habe ich hier ein paar Beispiele, was man damit machen kann. Das erste bezieht sich auf serielle Femtosekunden-Kristallographie. Und damit kann man Strukturen in biologische Strukturen rausfinden, zum Beispiel bei Genen. Und dafür braucht man halt eine sehr hohe Wiederholungsrate und jede Menge Photonen. Und das macht man, indem man identische Proteine nimmt, die in einer Flüssigkeit löst. Und dann feuert ihr mit eurem Röntgenbeam da rein. Und hoffentlich trefft ihr ein Protein pro Puls und dann kriegt ihr da Daten raus und dann könnt ihr daraus die Struktur von dem Protein oder was auch immer für ein biologisches Ding ihr da habt rausfinden. Das Problem ist, dass ihr wirklich viele Photonen braucht, die dann auch an vielen, vielen Proteinen streuen müssen. Und das müssen so mindestens 10.000 sein. Und deshalb braucht man so eine hohe Wiederholungsrate. Deshalb ist sie so wichtig. Und im Idealfall habt ihr nur ein Protein getroffen pro Puls. Und weil eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr klein. Und deshalb braucht man halt so eine hohe Intensität mit so vielen Photonen. Und das zweite Beispiel sind die ultrafasten Dynamiken. Und da gab es was, wo Wissenschaftler sich Strahlungsschäden bei weiter von Wassermolekülen angesehen haben und dann und der Prozess, wie diese Wassermoleküle zerstört werden, ist richtig, richtig schnell. Es passiert innerhalb von Femtosekunden und deshalb braucht man halt diese super kurzen Pulse. Und das ist so ähnlich wie bei der Beleuchtungszeit bei einer normalen Kamera. Und wenn ihr nämlich was aufnehmen wollt mit einer normalen Kamera, was einen sehr schnellen Prozess aufnehmen wollt, dann braucht ihr auch eine sehr kurze Beleuchtungszeit. Und deshalb braucht man hier jetzt auch sehr, sehr kurze Pulse. Und das sind nur zwei Beispiele, aber es gibt noch viel, viel mehr. So. Das. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich alles verstanden habe. Ich bin Sozialwissenschaftler. Wir sind ein bisschen spät dran, aber es gibt nicht so viele. Aber sie kommen jetzt rein. Wenn ihr Fragen stellen wollt, geht unter den Stream zum Info-Dropdown-Menü und dann geht zum Chat, Entschuldigung, und dann findet ihr die Hashtags und den IRC. Und wir haben Fragen hier. Ich lese sie vor. Wenn ihr viele Pulse pro Sekunde braucht, warum dreht ihr dann keine Scheibe mit Löchern vor einer kontinuierlichen Lichtquelle? Ja, ich suche mal gerade die passende Folie raus. Dieses Ding hier benutzt eine Elektronenkanone. Und der Grund, warum wir diese Struktur haben, ist, die Elektronenkanone muss wieder geladen werden. Und was, wenn man kontinuierliche Pulse hat, das ist möglich. Und ich glaube, in den USA gibt's eine, vielleicht ist es OCLS, und die haben einen Speicherring. Und ich glaube, was bei deren Elektronenkanone passiert, die haben einen Speicherring, wo Elektronen drin sind. Und dann können sie die abzweigen, kontinuierlich abzweigen. Aber das haben wir hier nicht. Und deswegen haben wir diese Struktur von diesen Trains, von diesen Zügen von Pulsen. Okay. Danke.
Die nächste Frage. Habt ihr euch schon mal überlegt, Evaluated Julia zu nutzen? Julia ist on my personal radar, aber ich glaube, das ist noch nicht wirklich rigoros genug, aber es wäre sicherlich attraktiv. Und ich glaube, wir haben mal versucht, das zu benutzen für die Anwendungsfälle, und aber das, der Flaschenhals war eigentlich I.O. und deswegen, es gibt sicherlich einige Anwendungsfälle, wo es sinnvoll sein könnte, das zu benutzen. Danke. Und das ist eine sehr grundlegende Frage. Denkt ihr für eure Anwendung, dass Photonen Wellen oder Teilchen sind? Das weiß ich wirklich nicht, wie ich das beantworten soll. Ich habe keine Ahnung. Und vielleicht sollte man eine Mail schreiben an Exfell. Und vielleicht gibt es da einige Leute, die das beantworten können, aber ich habe nicht den Hintergrund dafür. Sorry, dass ich dich ein bisschen bloßgestellt habe. Nutzt ihr eventbasierte Kameras? Ich weiß nicht genau, was du jetzt meinst damit, eventbasierte Kameras. Vielleicht, ob Ereignisse eine Kamera auslösen? Und ich glaube, die Antwort wäre nein. Es gibt ein sehr ausgeklügeltes Timing-System, was alle die Sachen synchronisiert, dass sie genau zusammenarbeiten. Und ich glaube nicht, dass das sehr ereignisbasiert ist. Und vielleicht habe ich die Frage nicht ganz richtig verstanden. Okay. Momentan gibt es keine weiteren Fragen. Also warten wir jetzt noch eine Minute oder zwei. Vielleicht. Du bist weit weg von Neuseeland. Wie bist du hierher gekommen? Nachdem ich meinen Abschluss gemacht hatte an der Uni, habe ich für eine Zeit in den Niederlanden gearbeitet, für eine Finanztechnologiefirma. Aber diese Computersachen in der Wissenschaft, das war eigentlich mein Ziel. Und vor einigen Jahren, als Exfell die Stelle ausgeschrieben hat, und habe ich mich beworben und bin wirklich froh, dass sie mich ausgewählt haben. Und es war gar nicht so der weite Weg von Neuseeland nach Hamburg, sondern von Neuseeland in die Niederlande und dann nach Hamburg. Selbst Neuseeland, Niederlande ist schon ganzes Stück. Ja, es war, der Flug war fürchterlich. Es waren 30 Stunden oder so. Als ich jünger war, liebte ich es zu reisen, aber jetzt. vermisst du Neuseeland? Nicht besonders, muss ich sagen. Es ist ein großartiges Land, das ist sicher. Aber ich muss sagen, ich liebe die Arbeit, die ich hier mache. Und es gibt nicht viele Tage, an denen ich wirklich Neuseeland vermisse. Vielleicht war ich noch nicht lange genug weg. Vielleicht in ein paar Jahren werde ich vielleicht... Ich würde annehmen, dass das Wetter besser ist. Es kommt drauf an. Ich habe in der Hauptstadt gewohnt, in Wellington. Und es ist eine Hafenstadt, vielleicht ein bisschen wie Hamburg. Und das Wetter war gar nicht so anders. Ich glaube, typischerweise war es im Schnitt vielleicht ein paar Grad wärmer. Aber es ist immer sehr windig und regnerisch. Und es
fühlt sich gar nicht so anders an. Okay, das ist wohl so. Sorry? Hören uns noch Leute zu? Ist die Software vergleichbar zwischen der Finanzbereich und in der Physik? Gute Frage. Oder sind das einfach Daten? Ich würde sagen, es war sehr unterschiedlich. Ich glaube, erstmals die meiste Arbeit ist in Python und vorher war es in C++. Wir benutzen bei Exvel auch C++ für sehr CPU-intensive Teile, aber das meiste ist wirklich Python. Lass mich mal überlegen, was andere Unterschiede noch waren. Finanztechnologie ist eher für die Software, wo ich dran gearbeitet habe, war viel einfacher. Und bei Exvel ist es wirklich hilfreich, auch einen Hintergrund in Physik zu haben und anders als bei Finanztechnologie. Und ich finde es hier auch viel interessanter. Wurden deine Erwartungen erfüllt? Oh, ja, ja, auf jeden Fall. Letzte Frage. Zu deinem HPC-Cluster. Welche Schedule habt ihr genutzt? Bei dem Offline-Cluster benutzen wir Slim und ich habe das selbst nicht so viel benutzt. Ich glaube, das ist die einzige Schedule, den wir benutzen. Ja, ich glaube, ja. Aber soweit ich weiß, benutzen wir das nicht auf dem Online-Cluster. Könnt ihr mich jetzt hören? Es tut mir so leid. Ich sollte hier keine Hardware ändern sollen. Ich soll dich grüßen von... ich weiß nicht, ob sich an mich erinnert, aber ich arbeite in der Nähe und wir können uns in der RC3-Welt treffen. Cool, thank you. Hey, Andrea. There's another question that's come in. Da gibt es noch eine Frage. Was sind die einzigartigen Sachen von GPFS? Das ist eine gute Frage. Leider habe ich keine gute Antwort für dich, weil ich nicht sehr viel mit dem Filesystem so zu tun habe. Das heißt, erstmal würde ich sagen, ich weiß nichts wirklich über die Leistung davon. Und etwas Schönes von GPFS ist, dass wir direkten Support von IBM kriegen dafür. Aber sonst kann ich die Frage nicht wirklich beantworten. Tut mir leid. Okay. Das war's mit den Fragen. Ich habe mich gewundert, ob es vielleicht noch notwendig ist, in Breakout Room zu gehen, weil es gibt jetzt gerade auch keine Fragen mehr. Wenn es okay ist für dich, wir sind genau in der Zeit, dann vielen Dank. Ich bin immer noch vollkommen überwältigt von der Menge an Daten. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war großartig. Danke für den Talk und viel Spaß in Hamburg. Und erinnere dich dran, wenn die Fische vorbeischwimmen, darfst du dich übers Wetter beschweren.